Wir sehen hier das Samsung i7110 Pilot. Das Handy hat zum einen hier vorne eine CIF-Kamera für Videotelefonie mit 352x288 Pixeln. Und auf der Rückseite sehen wir die 5-Megapixel-Kamera mit 2 Hochleistungsfotolichtern. So, wir wollen nun einmal diese Kamera testen. Am schnellsten gelange ich ins Kameramenü, indem ich lange auf den Auslöseknopf drücke. So, und dann befinde ich mich hier im Kameramodus. Da wollen wir uns erstmal die Optionen anschauen. Hier kann ich schnell zwischen Kamera und Videokamera wechseln. Dann habe ich hier verschiedene Aufnahmemodi, Szenenmodi, die Größe. Hier sehen wir, sind die vollen 5 Megapixel eingestellt. Beim Weißabgleich kann man hier einfach mal durchscrollen. Ich finde eigentlich Neonlicht, ist fast das Beste, die beste Wahl. Dann haben wir Effekte, Schnellzugriffe und nochmal weitere Einstellungen. Einmal die allgemeinen Einstellungen mit Bildstabilisator, White Dynamic Range, Auslöseton, Ton wird aufgenommen, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Standardname, verwendeter Speicher und GPS ein und aus. Das heißt, das Handy kann geotaggen, also kann ich die Positionsdaten abspeichern von den einzelnen Fotos, die ich gemacht habe. So, unter Foto habe ich dann hier noch Qualität, ISO, Belichtungsmesser, Einzelaufnahme ist aufnehmen und speichern, Blinzelerkennung, und das war's. Das heißt, jetzt werde ich einfach mal ein Foto machen. Und es sieht durchaus ordentlich aus, also die Farben sind kräftig. Es hat so eine leichte, also man sieht hier so eine leichte Streifenbildung, das liegt in der Regel hier an unserer Beleuchtung. Also ich finde, das Bild kann sich durchaus sehen lassen. So, ich werde es jetzt aber erstmal löschen, denn ich möchte jetzt auch noch ein Video drehen. Dazu wähle ich hier einfach die Videokamera aus und dann wollen wir auch da nochmal die Optionen anschauen. Hier kann ich zum Beispiel sagen, dass ich ein Video für MMS aufnehmen will. Ich kann nicht die Größe einstellen und wir sehen, möglich sind 640x480 Pixel, also VGA-Qualität. Das ist durchaus sehr, sehr gut schon. Außerdem unterstützt die Videokamera DivX. Das heißt, große Videodateien kann man nahezu ohne Qualitätsverlust stark komprimieren. So, beim Weißabgleich bleiben wir hier mal beim Neonlicht. Effekte, Ton, Schnellzugriffe und unter Einstellungen sagen wir eigentlich nur das, was wir eben schon gesehen haben. Das heißt, ich werde jetzt mal ein Video drehen. Achso, stopp. Genau. Und das kann man jetzt hier direkt abspielen und ich muss sagen, also es sieht wirklich gut aus, die Farben stimmen. Es ist auch durchaus scharf, also schön klar. Von daher gibt es an der Kamera eigentlich nichts zu meckern.